Herzlich gegrüßt in Anis Welt. Es folgt eine aktuelle Vorschau der zukünftigen Nachrichten. Politik. Das Konstrukt der politischen Systeme ist komplett in sich zusammengebrochen. In keinem Land der Welt existiert noch eine Partei. Über Nacht hat sich die Gesellschaft neu sortiert und braucht keine Anführer, Könige oder Parteien mehr. Endlich leben die Menschen in Frieden und die Spaltungen wurden ausgemerzt. Es ist auch kein Rat oder Bürgermeister mehr nötig, denn jeder ist bestrebt, den anderen glücklich zu sehen. Und daran wird sehr eifrig gearbeitet. Einzelne Menschen verstehen diese neue Situation noch nicht so recht und sehnen sich nach den alten Strukturen. Was aber durch die Flut von Liebe, die ihnen entgegenströmt, schnell überwunden wird. Wirtschaft. Es hat sich eine Sonderkommission an den runden Tisch vereint und beschlossen, Güter und Lebensmittel, soweit überhaupt noch produziert, zweimal im Monat auszuliefern. Natürlich kostenfrei. Alles, was freiwillig ohne finanzielle Mittel produziert wurde und im Überfluss vorhanden ist, zählt in Zukunft zu den Handelswaren. Weiterhin wurde beschlossen, dass Länder, in denen Lebensmittelknappheit herrscht, täglich beliefert werden. Auch diese Auslieferungen sind an keine Bedingungen geknüpft und völlig kostenfrei. Arbeitsmarkt. Da nun jeder das arbeitet, was ihm tatsächlich liegt und Freude bereitet, steht Arbeit nicht mehr als Arbeit im Raum, sondern als Dienst an sich und für die Gemeinschaft. Das Leuchten in den Augen anderer ist das Ziel der geleisteten Arbeit. Herrlich, so reich entlohnt zu werden. Banken. Die Federal Reserve Bank wurde in Bank of Love umbenannt. Sämtliche Gebäude der neuen Bank of Love wurden zu luxuriösen Wohnungen für Obdachlose umgebaut. Ehemalige Mitarbeiter sind nun dafür zuständig, den Obdachlosen mit Hilfe und Respekt ein angenehmes Leben zu bereiten. Diese Aktion trägt nun Früchte und führte zur Nachahmung. Das erreichte nun auch die EZB. Alle Banken, die kleinen wie die großen, werden sich in Zukunft auch Bank of Love nennen und nach demselben Muster verfahren. Geld wurde übrigens ganz abgeschafft. Die neue Währung heißt Liebe und wird überall mit wachsender Begeisterung gegeben und angenommen. Religion. Alle Religionen und Glaubensrichtungen haben sich bei jedem Menschen nach innen gekehrt. Nun hat jeder Mensch Frieden im Herzen und begegnet allen im Außen voller Liebe. Noch nie war ein Zusammenleben harmonischer. Musik. Um diese großartigen Neuigkeiten gebührend zu feiern, wurde eine Bühne mitten in San Francisco aufgebaut. Elvis Presley und Michael Jackson stehen zusammen auf der Bühne und singen im Duett Imagine. Imagine wurde prompt umgedichtet in It Is So Now. Dieses Konzert wurde live in die ganze Welt übertragen. Sport. Sämtliche Legenden und Profis des Fußballs haben beschlossen, durch die Welt zu reisen und von nun an mit Kindern Fußball zu spielen. Alle Begeisterte sind herzlich dazu eingeladen, mitzuspielen. Bitte nicht alle auf einmal. Natur. Ganz unerwartet zeigen seit 3 Tagen auch die Bäume ihr wahres Gesicht. Mit dem Sichtbarmachen ihres Astralkörpers sehen sie nun noch größer und imposanter aus. Ein fantastischer Anblick. In allen Farben leuchtet nun ein Baum
wie ein wunderschöner Regenbogen. Die Ältesten unter ihnen präsentieren sich sogar in menschlicher Gestalt. Und das Beste ist, wir können sie endlich verstehen. Jeder Mensch sollte sich nun anhören, was die Bäume, vor allem die Ältesten, zu erzählen haben. Und nun kommen wir zum Wetterbericht. Das Wetter verhält sich genauso, wie es der Jahreszeit entsprechend ist. Demnächst steht eine App zur Verfügung, die kostenlos zu erhalten ist. Das Geniale an der App ist, dass sich jeder einmal im Monat für 2 Stunden Sonnenschein einstellen kann. Egal zu welcher Tageszeit. Allerdings individuell auf 5 Meter beschränkt. Ich durfte sie schon ausprobieren und bin zum nächsten See gefahren. Natürlich nachts. Die App funktionierte tadellos und ich nahm ein herrliches Sonnenbad mitten in der Nacht. Und zum Abschluss gibt es noch Neuigkeiten in Liebesdingen. Alle erkennen ihren Herzenspartner auf Anhieb und leben glücklich zusammen. Man erkennt sich an groß und hell leuchtenden Farben über den Köpfen. Das Erkennungsmerkmal ist exakt dieselbe Farbe. Es soll schon vorgekommen sein, dass mehrere dieselbe Farbe hatten und deswegen nicht wussten, welchen von den Partnern sie wählen sollten. Diese Menschen werden in Anis Welt gebeten und erhalten eine neue Farbkalibrierung. Ich hoffe, diese Voraussichten haben dir gefallen und du bist auch bei meinem nächsten Beitrag wieder dabei. Deine Ani.